Ja, hallöchen, Freunde der guten Laune, bis Unterhaltung und damit hallo, herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Tag zu Garden Life, a cozy Simulator, heute erschienen auf der Xbox Series X, der PS5 und für den PC und auch im Endeffekt gleich mal der erste Anklang zu den Live-Simulatoren, die uns mit dem Publisher Nacon erwarten wird. Wir kicken auch den Taxi Live, den Emergency Live, da kommen einige schöne Simulatoren und Garden Life ist so ein bisschen der erste Anstoß, wird auch natürlich von der Art und Weise her wesentlich anders als die zuletzt genannten Simulatoren, die sind doch eher so eine Job-Simulatoren und soll nicht direkt vielleicht in eine Art Storytelling geben, weil hier werden und haben wir auch Storytelling und ich bin auf alle Fälle gespannt. Ich hoffe, ihr habt auch Bock darauf. Wir gucken uns einfach mal gemeinsam an. Wie gesagt, schreibt mir mal in die Kommentare, ob es ein Spiel für euch ist. Ich gebe meine Meinung auch dazu ab. Vielleicht bleibt es auch nur bei diesem einen kleinen feinen Tutorial, damit ihr wisst, ob dieses Spiel für euch lohnt. Das Ganze gibt es gerade bei Steam im Angebot für 24,99. Ich glaube, noch ein paar Tage auf den Konsolen ab 29,99 bis einer speziellen Version auch für 39,99. Ich würde sagen, legen wir los. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und auf geht's. So, guck mal, jetzt können wir hier zum Beispiel Geschichte auswählen oder kreativ. Kreativ ist halt im Endeffekt so ein bisschen Sandbox-mäßig. Wir wollen aber die Geschichte kennenlernen, besonders weil die Geschichte uns wahrscheinlich auch ein bisschen Tutorial bereitet. Oh, ein Brief, okay. Hi there. We're happy to welcome you to our community garden and hope that you'll settle in well. As you might have heard, this is a difficult time for us. Robin, who organized and cared for the community garden, was sadly taken from us too soon. We want to honor their memory. That's why we're looking for someone new to take the reins and bring some life back to this community garden. Everyone is super excited to meet you. Anyway, this is the address for the garden. I'll meet you there to get you up and running. I don't want to get ahead of myself, but I know I speak for all of us when I say I can't wait to see what you do. Thanks, Jasmine. Okay, schöne Geschichte. Ja, stimmt, wir kommen ja in so eine Gemeinschaft. Und die hat natürlich alle ihre Wünsche und Vorstellungen. Und die Robin, die ja verstorben ist, die hat man auch im Hauptbildschirm als Geist gesehen. Die sollen wir ehren. It's so great to finally meet you. Thanks a bunch for stepping up and volunteering. This garden really means a lot to us. Okay. Feel free to have a look around. The garden's not going anywhere. Ah, ich dachte mal, wir sind die Jasmine. Okay, alles klärchen. Gucken wir uns mal hier um. Aha, aber schön gemacht hier, toll. So, ich habe mal ganz kurz die Musik ein bisschen leiser gemacht. Ich weiß immer nicht, wie YouTube das immer gerne mag, wenn andere Musik drauf ist. So, willkommen im Garten. Betritt den Garten, beweg dich mit dem linken Stick und sieh dich um. Das haben wir schon gemacht. Betritt den Garten, also wahrscheinlich hier. Okay. As you can see, you've got your work cut out for you. I wanted to come by myself, but I've just been so busy. But now you're here, and you can look after the garden properly. And I reckon you're going to do great. Naja, der Garten sieht schon ordentlich, so ein bisschen... The starting point is probably the weeds. Ja, Unkraut, wollte gerade sagen. You can get them straight out of the ground. You should buy a sickle. Makes it much faster. A few weeds in the garden might keep pests away from your plants, but too many, and all they'll do is steal water. Ah, es ist auch gut. It's a fine balance. Always something to keep you on your toes. Auch gut zu wissen. Ey, Unkraut, ich weiß, Unkraut ist immer nicht gut, aber weil es den ganzen Wasser entzieht. Okay, das heißt, einfach so entfernen, platzieren. Ah, okay. Das können wir wahrscheinlich dann später aufheben. Also das ist quasi der ganze Müll, den können wir auf dem Haufen jetzt hier packen. Ah, nee. Oh. Okay. So, warte mal. Erstmal entferne Unkraut aus deinem Garten. Das Ganze 11-mal. Reicht das vollkommen, wenn ich das irgendwie hier platziere oder was? Wie ist denn das da? Das ist kein Unkraut oder was? Okay. Kann ich das hier irgendwie wegschmeißen? Haben wir sowas? Was ist das hier? Lieferkiste öffnen? Nee. Haben wir so, wie heißt das, ein Komposthaufen? Ah! Oh.
So. Nein, ach. Einmal öffnen. Ah, okay. Aufheben. Können wir eigentlich noch mehr hier irgendwie in die Hand hinnehmen? Ah, okay. Nein. Aber cool. Gut, das sehen wir jetzt. Haben wir 106, also jetzt haben wir einen größeren Haufen. So, okay. Klappe zu, Affe tot. Gut, dann haben wir noch mehr hier auf. Ah, das können wir schön auch auf der Hand sammeln. Wir müssen nicht nur platzieren, wir können es auf der Hand schön sammeln. Cool. Mal gucken, wie viel wir hier überhaupt tragen können. Aufheben. So, wir brauchen jetzt noch dreimal Unkraut. Und jetzt noch einmal. Gut, haben wir. Der Kompostbin ist ein großer Weg, um Weeds, Leafpiles und Plantcuttings mehr nützlich zu machen. Ja, es ist halt doof, wenn man wirklich einen Profi dabei hat. Ja, Jasmine, ich wusste ja sofort, dass man einen Komposthaufen brauchen. Leave them in here long enough and they'll turn into compost you can feed to your plants. That'll make the plants grow faster, which basically means a quick way to a prettier garden. Genau. So, das heißt, wir müssen einmal hier hin. Genau, schon Kompostsonne. Genau. Ein paar öffnen. Oh, guck mal, es dampft ja sogar darauf. Ist auch eine süße Grafik, muss man echt sagen. Also mit dieser comicartigen Grafik, das sieht richtig süß aus. Komposter nur einmal öffnen. Und dann nehmen wir hier das hier. Und packen das hier rein. Okay. Okay. Last bit of cleanup. Here's a shovel to get rid of all the dead plants. It's a shame none of the plants made it. But their seeds should still be salvageable. Okay, die Ach so, haben wir schon. Welche? Warte mal, halte RT gedrückt um abgestorbene Pflanzen. Das ist wahrscheinlich das hier, wa? Oh. Oh, und dadurch, auch wenn die abgestorben sind, entdecken wir dadurch neue Pflanzenarten. Cool. Also ich bin ja ehrlich, also mit Garten habe ich nicht viel am Hut. Achso, das können wir hier einmal entfernen. Komm, wir machen das einfach mal hier richtig schön. Wir machen das einmal hier richtig schön. Das Unkraut hier weg. Deswegen, also kann auch wirklich sein, dass ich halt nicht so der Typ bin, der dieses Spiel lange spielen wird. Oh. Den Steinbau. I see you've brought a rucksack with you too. Smart. I don't think I ever saw Robin without theirs. Oh, oh, ersetzt uns bitte nicht durch Robin jetzt hier oder denkt nicht, dass wir Robin sind. They're great for just throwing anything and everything inside. Verwende LB, um Hotbar-Slots zu wechseln. Achso, hier unser Rucksack oder was? Ah. Und Y drücken um den Rucksack. Ah. Kann ich auch das hier reinmachen oder was? Ach, okay, tatsächlich. Great work so far. I think there's enough room to start planting now. Seeds need a little bit of room to be able to grow properly. Some more than I've left Robin's plant book in the shed too. If you're ever unsure what a plant needs, you can probably find it there. Ah, süß. Achso, was ich auch noch weiß, bei Garden Life geht es auch so ein bisschen darum, ich hatte ja, glaube ich, auch so ein kleines Video auch gemacht, wir pflanzen natürlich jetzt hier für unsere Gemeinschaft diesen wunderschönen Garten an, wir können aber auch später Pflanzen halt anpflanzen, die dann auch später weiter verkaufen. So, das ist wahrscheinlich das Büchlein, wa? So, Amiris. Jetzt hier die ganzen. Ah, das sind die ganzen Pflanzen. Okay, haben wir. Pflanze 5 Rose und das. Okay. Was war das? Das sieht aber so süß aus. Ah, Samenlager öffnen. Ach, haben wir schon. Okay. Das heißt für uns Werkzeuglager. Okay, da können wir Schaufeln und so alles reinmachen. Okay. So, das heißt, können wir irgendwie nach Rosen nachschlagen oder?
Efeu, Sonnenblume, relativ viele Blumen- und Pflanzenarten, Funky, Hortensie, Brunwinde, Iris, Jasmin, Lilie, Narzisse. Narzisse müssen wir, glaube ich, auch so anpflanzen, wa? Aber ich glaube, ich brauche jetzt hier... Aha. Das heißt... Narzisse. Ah, okay. Ja, wo machen wir das hin? Ist das... Scheiße, ich weiß nicht. Ich mache jetzt einfach hier. In so einer lustigen Form. Wahrscheinlich haben die jetzt so viel nicht Platz. Und... Rosen. Oh, die brauchen aber ein bisschen mehr. Die machen wir uns mal hier richtig schön. Hier hin. Okay. Jetzt die Gießkanne. So here is your watering can. It's a little small, but it'll work for now. Every seed you plant will need some water to get it going. Then need watering regularly. Underwatered plants will be brown, crispy, and they'll look a bit too. And the ground around them will be so wie meine Zimmerpflanzen, als ich noch allein gewohnt habe. Meine Freundin hat da eher einen grünen Daumen. So, Gießkanne ist voll, Werkzeug platzieren. Das wahrscheinlich, hier können wir wahrscheinlich auffüllen, wa? Erstmal gießen wir jetzt hier mal. Ah. Oh. Ach, das wächst ja sofort. Aber auch nur eine bestimmte Höhe, oder was? Gießkanne. Ah, guck mal hier. Gießkanne auffüllen. Ach, von der Grafik her ist das wirklich schon süß gemacht. So, jetzt die Rosen hier. Amazing. Look at this. Look at how great the garden looks already. Halb mein Beil flach. Enough for one day. There's no rush with any of this. You should have time to just keep an eye on the time. Make sure to get some rest at the end of the day. Erholen soll ich mich? Okay. Haben wir jetzt genug? Na, guck mal, wir haben noch gar nicht genug gegossen, glaube ich. Okay. Drücke. Um die Zeit anzuzeigen. Ah, okay. Hier Steuerkreuz links. Komische Uhr. Es ist spät. In gardening, patience is key. Sometimes all you can do is wait as your plants grow and flourish. If you want, just take the bus home. I won't be able to meet you tomorrow, but I'll write you a postcard. Check the postbox when you get here in the morning. See ya. Okay. Geh für heute nach Hause. Gut, gut, das können wir gerne machen. Wahrscheinlich meinst du morgen diesen Briefkasten hier, war der? Genau, der ist noch leer. Da werden wir wahrscheinlich so. Können wir mit Fahrrad fahren? Zum Dorfplatz gehen? Ach, cool. Ach, da kann man bestimmt die Sachen verkaufen. Wir gehen jetzt erstmal heute für heute nach Hause gehen. Tag Nummer 2. So, da sind wir auch schon wieder. So, Jasmin oder Jasmine, wie auch immer wir sie nennen wollen, meinte es, genau hier ist es. Hat uns nämlich Briefe hinterlassen. Hat sie uns alles hinterlassen. Guten Morgen, tut mir leid, aber ich kann heute nicht kommen. Ich muss ein wenig Hochzeitsplanung nachholen. Ich bastle ein Geschenk für meinen Verlobten Markus, den lernst du auch bald kennen, keine Sorge. Ja, du, mach mal ganz gemacht, bitte. Ich brauche ein paar Narzissen dafür. Du wirst eine Gartenschere brauchen, um sie abzuschneiden. Die habe ich schon vorhin gesehen im Schuppen. Wenn du die Narzissen abschneidest, wenn du die Narzissen abgeschnitten hast, leg sie in die Lieferkiste draußen vor den Gartenzaun, dann hole ich sie morgen früh ab. Okay, danke und einen schönen Tag noch, Jazz. Liefere Abschnitt, Stütte einer Narzisse gelb. Okay. Das heißt... Oh, hello there, dearie. You must be the new gardener. I'm Leslie. Hey, so heißt unser Kater auch. In the village square. Oh, but I see you got Jasmine's postcard. That's something Robin suggested, sending postcards to make requests. They always wanted the garden to help us all. Ach ja. It's secateurs you need. But I've got them in the shop, so you should pop by.
I always have a few tools you can have. Hier gleich Werbung machen, was Geld ausgebe. Then just snip away at a plant's flower to get flower cuttings, or prune the stems to get stem cuttings for compost. And don't worry, the flowers can always grow back. Okay. Ja, wie gesagt, die Schere hatten wir ja. Ja, genau, die ist noch nicht dabei. Die hatten wir hier gesehen. Oh, ist die nicht? Hol dir eine Gartenschere aus letztes Laden auf den Dorfplatz. Ach komm, ey. Die ist ja lieb und süß und nett und schrullig, aber gleich sofort was kaufen? Ich weiß ja nicht. Also hier mit dem Fahrrad auf so ein Dorf. Da sind wir auch schon. Und hier können wir später... Ja, das braucht halt kurz mal zum Aufbauen. You'll find all sorts of useful things for the garden there. And Robin and Jasmine's little pavilion project is through that archway to the right. But that's closed for now. Such a shame what happened. Anyway, take a look around. I'll make sure to make the secateurs available for you. Okidoki, das heißt, wir sollen zum Laden unsere Schere kaufen. Hier vorne, wa? Gartenshop, okay. Oh, der Frosch ist ja süß. Oh, come on in, don't be shy. Es ist jetzt kein Kritikpunkt. So schön, süß, toll, fantastisch diese Grafik ist, hätte ich mir ehrlich gesagt gewünscht, dass die Protagonisten, die Charaktere, mit denen wir hier reden, Jasmine, die Leslie, hier auch richtig zu sehen sind. Das wäre schön gewesen. So, wir brauchen aber Werkzeug. Das haben wir hier. Gratis! Oh! Ich mag dich. Haben wir noch irgendwas gratis eigentlich hier? Nö, bestimmt nicht. You take care now. Schön. Aber süß gemacht. Ja, wie gesagt, auf dem PC, bei mir läuft es vielleicht manchmal ein bisschen langsam. Achso. Da gehen wir jetzt einfach zum Garten. Läuft zwar vielleicht ein bisschen langsam mit den Aufploppen, aber ich glaube, im Groben und Ganzen erkennt man schon alles hier so ein bisschen. So. Da holen wir uns mal hier Schere. Oh, die sind jetzt schön gewachsen. Oh, sehen die schön aus. So, die wollen wir nicht pflücken, wir wollen die abschneiden. Deine Pflanzen geht es gut, Pflanze zuschneiden. Ach du Scheiße, wo sollen wir abschneiden? Erhalte eine Schnitte einer Narzisse. Sollen wir da unten abschneiden? Okay. Also wir können bestimmt auch, ich will es mal probieren. Wir können bestimmt auch so weit oberhalb. Ja, können wir. Zählt das noch? Ja. Oh, shit. Oh, shit. Oh, gut. You'll be a champion pruner in no time. You should put them in that red box by the fence. That's Robin's Dropbox. If someone sends you a postcard, you can always put what they've requested in there in exchange for the gift they've left you. All part of Robin's plan to make this a place for the community. Ja. Ich kenne die Robin nicht. Es tut mir echt leid. Okay, unsere Schnittblumen haben wir... Mist, hoppala. Haben wir hier. Und die packen wir anscheinend jetzt hier in die Box. War einmal öffnen. Aber abgeliefert, okay. No garden is truly complete without beautiful deck. Place them wherever you like, dearie. They'll instantly spruce the place up. And if you're looking for more, we've always... Ah ja, so fixst du mich an. So, Dekoration. Halte X gedrückt und lass los, um den Platzierungsmodus für ein Objekt aufzurufen. Oh, was ist das? Ach, ein Frosch. Das ist unser Geschenk. Ich verstehe mit den X nicht ganz, wie das jetzt so gemeint ist. Probieren wir es mal mit der Maustaste. Okay, Dekoration. Was meint sie darunter?
Ach, warte mal hier. Ach, hier platzieren und dann können wir. Ah, so meinst du es auf dem. Dann können wir sie drehen. Ah, okay. Oh. Ja, die sehen. Guck mal, der sieht hier vielleicht ganz süß aus. So, wunderbar. Well, this was such fun. It was nice to be out of the shop for a bit. Oh, but it was lovely to meet you, dearie. You've done some excellent work so far. Robin would be very proud of that, I've no doubt. You have fun for the rest of the day. Cheerio. Ja, cheerio. Mach es gut, kleine Maus. So, was machen wir jetzt? Jetzt können wir uns hier austoben, oder was? Jetzt können wir quasi machen, was wir wollen. Ist, glaube ich, Zeit für nach Hause. Oh, wir können hier sogar Fotos machen. Also wir haben hier sowas im Fotomodus. Da können wir hier schöne Fotos machen. Guck mal, hiervon zum Beispiel. Süß. Guck mal, da können wir für uns jetzt selber auch schöne Fotos machen. Gut, wir gehen mal. Haben wir was im Briefkasten bekommen? Zurzeit nichts. Wir gehen mal nach Hause und gucken mal, ob wir für den nächsten Tag irgendeine Aufgabe bekommen. Das hier raus. So. Oh, wer ist das denn? I'm Laurie. Laurie. Robin's sister. Oh. Jasmine told me you started a couple of days ago and said I should drop by. You've done an amazing job so far. Ich habe nur zwei Pflanzen eingepflanzt. Aber ist gut, Laurie. Ich sag nix. Mein Beileid. It's a bit strange seeing someone else than them. But I'll get used to it. That's the point. Anyway, I was wondering. Something Robin was looking into was adding some climbing plants. Would you, please? Here's something for you to practice with. Damit, okay. Den kann ich jetzt überall aufstellen, oder was? Oder? Scheiße. Ja, sieht schön aus. Aufheben, okay. I bought some ivy seeds too. And there might be some still in the shed, I suppose. Robin said climbers can be a bit tricky. You have to plant them very close to an object for them to take. Ja, das ist natürlich klar, die müssen sich ja hochhangeln. Wahrscheinlich. You seem to have done everything else very well up to this point. Haben wir die schon erhalten? Ah, hier. So, hol Efeusamen aus dem Schuppen, haben wir, und pflanze den Efeusamen an. Wie gesagt, soll sehr nah sein. Machen wir einfach mal hier so nah, wie es geht. Merkt man ja, hier ist nicht da. Hier ist aber da. Einmal pflanzen. Dies kann jetzt noch halb voll. Das reicht aus. Die Ivy, speziell. Aber alles andere auch. Bitte, nimm das. Robin wollte so viel mit diesem Garten machen. I'm glad someone else gets to now. I might not quite be there yet, but I really hope that seeing it all come together will help me. Sorry. Anyway, I'm going to head off. Oh, ciao, ciao. Was hat sie uns jetzt gegeben? Oh, hier ist ja wieder Unkraut. Habe ich gar nicht gemerkt. Was hat sie uns gegeben? Oh, warte mal, hier haben wir noch einen Brief. Jasmine, so, hallo, die Blumenladen wurden gebeten, einen Geburtstagsstrauß. Sie brauchen drei schöne Rosen. Tulpen brauchen wir. Und was sollen wir noch haben? Rosen. Okay, das holen wir mal. Hallo. Oh, hi. Oh, you can hear me. That's good. Don't worry, I'm friendly. I'm Robin. I didn't say anything before, because, well, I thought it might be a bit overwhelming. And the others don't know I'm still here. I'm not really sure how they'd take it. But I wanted to tell you, this garden already looks great. I'm really impressed and very grateful. If you don't mind, could you go into the shed, please, when you've got a moment? Oh, die Robin ist da. Die To-Do-Liste im Schuppen an.
Okay. Wollte gerade hier für die jetzt mal was machen. Geh, wa? See that to-do list between the two tables, underneath the clock? That's mine. When I finally got this garden, I wanted it to be somewhere for the entire community. There are some great people here, who deserve somewhere to reflect and relax for a while. And, obviously, I never managed to do it all. Now, I don't want to put you under any pressure. This is your garden now. But I would really appreciate it if you could finish the list for me. But that's enough nagging from me today. We'll pick this up again when you're back in tomorrow. Okay. Das ist die To-Do-Liste von der Robin, die sie nie schaffen konnte, weil die Gute leider verstorben ist. Platziere ein Eichhörnchenbank, baue einen Gartenstand auf, organisiere einen Gartenschlauch, lasse die Brücke wieder aufbauen, lasse den Schutt wegräumen, öffne das Gewächshaus, vervollständige die Pflanzenbuch und hilfe Jasmin bei dem Pavillon. Ich würde mal sagen, wir probieren es einfach mal anzugehen. Das war es erstmal gewesen, Freunde, von der allerersten Folge. In der nächsten Folge geht es weiter. Wir werden halt uns einfach hier weiter führen lassen. Wie gesagt, ich bin kein großer Gartenfreund. Ich habe keinen grünen Daumen. Ich finde das Spiel jetzt nicht mega aufregend, aber es ist so gut, dass es Leute dazu animieren kann, es zu spielen, die vielleicht sowas nicht aufregend finden. Wisst ihr, was ich meine? Es hat was Harmonisches, was Schönes und irgendwie was Beruhigendes. Und ich habe irgendwie Bock, auf alle Fälle noch weitere Folgen zu spielen. Zumindest werden wir noch ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen. Lasst mich gerne mal wissen, was ihr von A Garden Life, A Cozy Simulator haltet. Und wir sehen und hören uns bei der nächsten Folge. Macht's gut, auf Wiedersehen und Tschüssikowski.